Moin Moin und mal wieder zurück willkommen auf dem Kanal. Heute mit der nächsten Erweiterung zu Golem Arcana. Und zwar haben wir Gudana, Plünderer des verfluchten Landes. Ja, wir schauen einfach mal rein, beziehungsweise hinten drauf, was der Text so sagt. In diesem Erweiterungsset für Golem Arcana befinden sich drei neue Gudana Golems, die ihr für eure Armeen des Dominions einsetzen könnt. Die Höhlenklaue, die Erdnager und der Zerstörer treiben ihre Gegner auseinander und agieren tief hinter den feindlichen Linien. Ebenso findet ihr in diesem Set vier neue Reliktkarten. Mithras Brunnen verwandelt das Gemetzel des Krieges in ein Mana-Reservoir. Die Laterne von Vali erzwingt einen Kampf bis zum Tod. Davatis Opfer missachtet die eigene Verteidigung zugunsten von Aggression. Und Cyanas Salbung tauscht Lebenskraft gegen erhöhten Schaden beim nächsten Angriff. Alles klar. Wieder vier Reliktkarten als mit Sonderfähigkeiten dabei. Drei neue Miniaturen. Und wir schauen einfach mal rein, würde ich sagen. Knister, knister, knister. Also Unboxings mache ich immer gerne. Egal was es ist, also das hier macht auf alle Fälle schon mal sehr viel Spaß. Und ja, wie gesagt, es war ein Bundle und deswegen sind die Unboxings jetzt alle vor dem Spiel. Das heißt, ich habe von den Regeln jetzt noch nicht wirklich Ahnung. So ein bisschen erklären sich die Karten ja manchmal dann selber. Aber ansonsten bin ich da auch noch relativ unwissend, muss ich sagen. Deswegen erfreuen wir uns einfach mal an den Kreaturen. Hier sind wir die Karten. Und dann schauen wir mal weiter. Ich werde die mal eben hier befreien aus ihrer Verpackung. Das ist wieder mit dem Draht. Das dauert so lange, das schneide ich eben raus. So, ausgepackt sind die guten Stücke und das olle Tüdeldrahtzeug ist auch ab. Und wir fangen einfach mal an mit der Erdnager und schauen uns die mal an. Sieht schon mal ganz cool aus. Auf jeden Fall. Wie gesagt, für fertige Miniaturen finde ich die eigentlich alle relativ gelungen. Jawohl, das war die Erdnager. Dann haben wir hier, steht auch immer noch mal in Englisch mal drunter, Burrowclaw. Das die Höhlenklaue auf Deutsch. Auch sehr schick gemacht. Mit den Beinen sieht eigentlich ganz cool aus auf jeden Fall. Also gefallen mir schon mal ziemlich gut die Miniaturen. Ich freue mich echt schon auf das Spiel. Und dann haben wir hier noch eine Nummer größer. Sandsturmklinge. Oder beziehungsweise eine Ravager Zerstörer. Schauen wir mal kurz auf die Packung, was uns die sagt, wer dabei ist. Der Zerstörer, so, dann ist das ein Angriff von dem, alles klar. Also er ist der Zerstörer, sieht auch schon finster aus, auch geil mit den Klingen hier, die aus dem Arm rauskommen. Sieht schon mal sehr geil aus. Und ja, hübsch, sehr hübsch, gefällt mir sehr gut. Ja, dann werfen wir mal einen Blick auf die Karten, die diesmal dabei sind. Und zwar haben wir hier wieder Reliktkarte. Reliktkarte, Kreaturenkarte, Reliktkarte, wieder Siegpunktmarker. Und dann schauen wir einfach mal. Die Höhlenklaue sehen wir hier einmal im Profil. Und zwar haben wir dann hier noch die Angriffe. Die lese ich jetzt nicht alle vor, weil das sagt mir eh noch nichts. Aber ihr könnt dann auf Pause drücken, wenn euch die interessieren von den einzelnen Modellen. Dann haben wir hier den Zerstörer mit den Werten. Und auch hier, der hat dann drei Angriffe, also verschiedene Fähigkeiten. Dann haben wir hier noch die Erdnager. Auch zwei Fähigkeiten hier. Jawohl. Und dann haben wir noch die Relikte hier. Und zwar haben wir
Tsiamas Salbung. Der nächste Angriff dieses Golems erhält plus 10 Schaden. Wenn dieser Angriff trifft, erhält dieser Golem plus 15 Lebenspunkte. Dann haben wir eine falschrumme Davatis Opfer. Und zwar bei Aktivierung erhält der Golem 2 Runden lang einen Schadensbonus auf alle Angriffe in Höhe seiner Grundrüstung, die dann bis Spielende auf 0 gesetzt wird. Okay. Dann haben wir Merz Blutbrunnen. Ah, sind die alle doppelseitig? Nee, das ist nur ein Bild. Das hat sich mir auch noch nicht ganz erschlossen. Wenn der Besitzer des Reliktes die Region mit dem Blutbrunnen zu Beginn seines Spielzuges kontrolliert und sie nicht umkämpft ist, erhält seine Armee 6 Mana. Okay, das klingt prinzipiell eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Dann haben wir hier, drehe diese Karte um und lege sie in die derzeitige Region des Golems. Metros Brunnen erscheint dort. Er kann angegriffen und zerstört werden. Okay. Dann haben wir Arena der Valli. Verbündete und gegnerische Golems in der Region mit der Arena der Valli erhalten plus 10 auf ihre Trefferwahrscheinlichkeit und plus 5 Schaden für ihre Nahangriffe. Okay. Drehe diese Karte um und lege sie in die derzeitige Region des Golems. In der Arena der Valli erscheint dort. Sie kann angegriffen und zerstört werden. Alles klar. Das ist halt dann für das Terrain in dem Moment. Jo. Wie gesagt, da noch 2 Siegpunktmarker. Und das waren die Gudana, Plünderer des verfluchten Landes. Auch sehr coole Miniaturen, finde ich. Sehr schick. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.